zu deinem Video. Danke fürs Zuschalten, dass ihr dieses Elend mal wieder ertragen könnt, wollt, wie auch immer. Endlich schon wieder Dampferzeit, in meinem Fall Eis herum, wenn ich mich immer wieder freue. Wie so oft, man hat immer wieder ein bisschen geschlendert, was Neues gesehen, einfach mal bestellt, angemixt. Und jetzt ist endlich Zeit zu probieren. Das Beste am ganzen Video. Aber bevor wir loslegen, und das geht's hier, Apfel-Traum-Aroma, ohne Artikelnummer, Dosierempfehlung, ist wie auch bei den anderen, 3 bis 10 Tropfen je 250 Gramm Lebensmittel oder 250 Milliliter Getränke. Hier in dem Fall hätte man mit 2% angemixt. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Dafür große Flaschen anmixe. Jetzt mal mit klein angefangen. Auch hier mal wieder, was ich immer sagen kann, mindestens 14 Tage ziehen lassen. Ich bin bei über 4 Wochen und das hat endlich mal Zeit gefunden, nur mit die Zeit genommen, zu probieren. Auch hier eine 70-30 Base drin mit 3 Milligramm Nikotin. Und das bin ich endlich mal zufrieden, dass ich mal testen kann und nicht quatschen muss. Naja, wollen wir mal loslegen. Ach, so viel. Ja. Apfel schmeckt man, die Trauben kommen auch gut durch. Schöne Trauben, süße Trauben. Ja. War richtig gut. Aber dampftechnisch sieht es ja meistens anders aus. Oder manchmal. Das werden wir gerade probieren. Sowohl. Auf geht's. Auf in den Kampf. Ja, wie so bei Lektas war. Sehr traubig. Also die Trauben kommt komplett durch. Mit einem leichten, abgerundeten Apfelgeschmack. Und die Trauben schon hier im Vordergrund. Auch hier war wieder genial. Wenn man so Trauben mag, einfach mal probieren. Es hat die Trauben sind so intensiv. Richtig genial. Das hier, was mit Apfel so abgerundet ist, das passt einfach nur wieder wie der Arsch auf Eimern. Ich bin mal wieder begeistert. Schöne, geile Traube. Ja. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Aber wie sie das machen, machen sie es richtig. Ja. Auch jeder Vorteil, das sind da 10 Milliliter Flaschen. Ja, keine 50er. Jetzt machen wir mal bei 2%, wie ich angemixt habe. Man könnte fast mit 1% rangehen, wie das schmeckt. Und da ist bei 2%, kriegt man da 500 Milliliter raus. Ist mal ganz ordentlich. Und die Flasche ist leer. Man hat da nicht so viele Massen wie bei 50 Milliliter. Ja, das Fünffache, 2,5 Liter, was man da anmixt. Das ist schon ganz ordentlich. Aber wenn man eins gefunden hat, was wunderbar schmeckt, ist das halt kein Problem, ein bisschen mehr anzumixen. Dafür kein Leasing. Alte Flaschen sind fast leer. Gut, wie Sex on the Beach, das war richtig geil, ja. Leider ist die Flasche leer. Ja, leider Gottes. Aber man kann schon alles haben. Gott sei Dank kann man ja nachbestellen. Ja, und teuer sind sie auch nicht. Naja, Daumen hoch. Alles richtig gemacht. Mal gucken, ob sie noch mehr Sorten rausbringen. Wenn ja, werde ich mal hinterher sein. Dann wollen wir wieder nachbestellen. Probiert es gerne aus, wie gesagt. Traumfans seid hier willkommen, ja. Naja. Und auch schön süßlich gehalten, alles einfach nur genial. Und es schmeckt wieder eigentlich wie immer. Es schmeckt nicht wie Chemiekräuter, sondern halt ein bisschen natürlich. Das Dritte, was ich so an denen so mag, das ist so überheblich. Eine Bombe schmeckt sie, ja, wo man dran zieht. Boah, das war wirklich normal gehalten, alles. Daher Daumen hoch. Ja, macht weiter so, Eis herum. Ich bin begeistert. Ein bisschen weiter dampfen hier. Mal gucken, wie lange die Flasche hält. Ich glaube nicht daran, dass es lange hält, aber wir schauen mal. Aber das wird euch nicht zeigen, weil da wird das Video zu lang. Da will ich so kurz halten. Wer es uns gemacht hat, kann gerne ein Abo da lassen. Ja, ist kostenlos, hätte man sagen lassen. Und wenn man Langeweile ist, ich habe schöne Lost Place Videos, weil ich Fotos mache und aus dem Video unten mal Videos bei mir mal reinschauen. Es sind einige mit bei. Oder auch normale Filme dann, wo wir unterwegs sind. Ist unten ein Link von Adventure Buddies Deutschland. Das vom Matthiaser Kanal. Einfach mal reinschalten, wenn ihr Lust habt. Kann ich nur empfehlen. So,
genug Werbung gemacht, genug gequatscht heute. Ich bedanke mich nochmal für alles. Und wir sehen uns mal wieder beim nächsten Video. Wir schauen mal. Bis dahin, sag Ecke, auf Wiedersehen. Wünsche noch einen schönen Tag oder einen Abend oder Wochenende. Oh, ich bin raus. Tschüss, tschüss. Und bis dahin, gut Dampf.